Freut euch im Herrn, heute ist uns der Heiland geboren, heute ist der wahre Friede vom Himmel herabgestiegen. Mit diesem Vers beginnen wir unsere Christmette im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der gekommen ist, der sei mit euch. Als ich bei meinen Schafen wacht, mit diesem Gesang wurden wir so mitternächtlich eingestimmt. Ich hoffe auch alle die, die jetzt online zuschauen oder die Aufzeichnung sehen, sie sind auch in Weihnachtsstimmung. Singen dürfen wir leider nicht, außer die Profis und die Halbprofis. Darum singe ich jetzt mit Isabel zusammen. Bei der Nummer 335, die ersten beiden Strophen. Jesus Christus, Sohn des himmlischen Vaters und der Jungfrau Maria, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, Mensch geworden wie wir, Christus, erbarme dich. Jesus Christus, Hoffnung und Zuversicht in dunkler Zeit. Herr, erbarme dich.
Erbarme dich unser, gütiger Gott. Nimm von uns, was uns schwer auf dem Herzen liegt. Verzeih uns, wo wir gefehlt haben, damit wir einstimmen können in dein Lob. Wir hören die erste Strophe des Liedes, hört der Engel helle Lieder, dann sprechen wir das Gloria, wie es abgedruckt ist auf dem Blatt, unterbrechen immer wieder durch das Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zu Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. So sammeln wir uns zum Gebet. Herr unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Biblische Texte entstanden nicht im luftleeren Raum oder in mystischer Verzückung. Als Galiläa zur Zeit des Propheten Jesaja im 7. Jahrhundert vor Christus von durchziehenden Heeren verwüstet wurde, verkündigt der Prophet ein neues Licht, einen neuen König. Hören wir die erste Lesung. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Wort Gottes. Nehmen wir die Gedanken dieser Lesung auf, singen wir oder singen wir eben nicht den Antwortpsalm, wir sprechen ihn und dazwischen singe ich diesen Kirvers. Christus ist geboren, Halleluja! Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, Halleluja! Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Lande, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet sein Heil von Tag zu Tag. Christus ist geboren, Halleluja! Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, Halleluja! Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, bei allen Völkern von seinen Wundern. Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und seine Fülle. Christus ist geboren, Halleluja! Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, Halleluja! Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst, jubeln sollen alle Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Christus ist geboren, Halleluja! Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, Halleluja! In dieser doch recht schwierigen Zeit höre ich immer wieder die Klage, warum lässt Gott das zu? Warum ist diese Seuche in dieser Welt? Viel seltener höre ich von der Hoffnung, die Gott uns durch Jesus schenkt
und wie sie beschrieben ist von Paulus. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als sein besonderes Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort Gottes. Ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist uns der Retter geboren, erster Messias, der Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch ein als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Evangelium unseres Herrn
Jesus Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Man schaut ja immer so nach, was habe ich letztes Jahr gepredigt, dann ist es mir inzwischen fast peinlich. Wie oft wetterte ich doch gegen Kitsch und Weihnachtskommerz und schwatzte von einem schlichten, einfachen, biblischen Weihnachtsfest. Und jetzt sind wir in diese Realität hineingeworfen, unfreiwillig. Kranke kämpfen mit dem Folgen der Virusinfektion, Pflegende und Ärzte kämpfen um die Gesundheit ihrer Patienten, die Behörden kämpfen mit Schutzmaßnahmen gegen die Weiterverbreitung dieses Virus. Das wiederum führt dazu, dass viele rein materiell um ihre Existenz kämpfen. Ausgeblendet sind jetzt all jene, die vor lauter eigener Sorgen gar nicht mehr in unseren Horizont kommen. Ja, wir sind in einer Realität angekommen, die wir so nicht gewollt haben. Ja, wir sind noch viel näher dran an dieser Weihnachtserzählung, als uns lieb ist. Sie mussten sich ja für den Besuch dieses Gottesdienstes anmelden. Als Kirchen sind wir dankbar, dass wir überhaupt feiern dürfen, sind aber verpflichtet zu zählen. Ja, nicht mehr als 50 und mit genügendem Abstand. Kein Problem bei euch. Fast stündlich werden wir eingedeckt mit neuen Zahlen von Getesteten, Infizierten, Erkrankten, Toten und demnächst dann auch von Geimpften. Nun schildert der Evangelist Lukas den Kaiser Augustus als einer, der sein Volk zählen lassen will. Die Weihnachtsgeschichte ist, vergessen wir das nicht, kein Tatsachenbericht, sondern eine Rückblende. Aus der Sicht des Evangelisten Lukas geschrieben, lange, lange Zeit nach Ostern. Aber Lukas ist es wichtig zu schreiben, wie der Kaiser Augustus das ganze Volk aufscheucht und es zählen lässt. Will man etwas in den Griff bekommen, dann beginnt man zu zählen. Wenn gezählt wird, meint man zu wissen, was man hat. Fakten werden durch Zahlen geliefert, Zahlen legitimieren dann die Fakten, die geschaffen werden. Und wie das Volk zur Zeit des Kaiser Augustus sind wir jetzt aufgescheucht von den vielen Zahlen und Informationen. Wir werden ja so sehr informiert über alle möglichen Zahlen, dass wir nicht mehr wissen, wo der Kopf steht. Das mal das eine zu dieser Geschichte. Auch mit den Schutzmaßnahmen, Maske, Distanz, Desinfektion, sind wir ebenfalls mittendrin in dieser Erzählung. Maria habe das Kind in Windeln gewickelt, heißt es, und in eine Krippe gelegt, weil es in der Herberge keinen Platz gab. In Krippenspielen nimmt dieser Nebensatz einen riesengroßen Raum ein. Da wird zelebriert, seht, wie hartherzig die Menschen doch sein können. Und viele Weihnachtspredigten vergelten doch immer wieder die Festfreude mit dem moralischen Appell, dass wir auch alle so hartherzig sind wie die Wirtsleute damals in Bethlehem. Ein Rabbiner, also ein jüdischer Geistlicher, ließ mich dieses Evangelium aus einem ganz anderen Blickwinkel anschauen. Das Christentum, vergessen wir das nicht, ist eigentlich eine jüdische Religion. Dort hat es den Ursprung. Und so sagte der Rabbiner, es geht da gar nicht um Hartherzigkeit. Aus jüdischer Sicht
hatte Maria gar keine andere Wahl, als eine Unterkunft außerhalb der normalen Herbergen zu suchen. Was heute als Schutzkonzept bezeichnet wird, heißt im Judentum Reinheitsvorschrift. Und dazu gehört eben die Vorschrift, dass Frauen, die gebären, für eine gewisse Zeit als unrein gelten, sich absondern müssen. Es ist ein religiöses Gesetz, festgehalten im Buch Levitikus. Damit soll nicht die Frau abgewertet werden, sondern nach der Geburt soll die Frau geschützt werden. Nach der Geburt soll die Frau erst einmal in Ruhe gelassen werden, wie auch immer. Und dieser Schutzkreis ist weit gezogen. Jeder, der mit einem Unreinen zusammen in Berührung kommt, wird selbst unrein. Aus diesem Grund musste Josef mit Maria hinausgehen ins Feld und dort eine Unterkunft suchen. Die Unreinen wurden von den Reinen getrennt, wie ja heute versucht wird, Risikogruppen voneinander zu trennen. Ich gehöre auch zur Risikogruppe Ü65, aber mein Husten, das wissen Sie, ist Raucherhusten, also voll desinfiziert. Geräuchertes Fleisch hebt länger. Also, nochmal schon spannend, wie vieles von dem, was uns in dieser koronarischen Zeit zu schaffen macht, bereits in dieser Erzählung des Lukas von der Geburt Jesu zu finden ist. Wir müssen mit diesen Maßnahmen einige Zeit leben. Das führte bereits zum Beginn des Advents dazu, dass wir auf den beliebten Roratezmorgen verzichten mussten. Trotzdem, und das hat mich gefreut, waren die Rorate sehr gut besucht. Maximal 50, manchmal mehr, die mussten nach Hause geschickt werden. Also nicht der Zmorgen ist die Ursache für den Besuch des Rorate. Aber anfangs dieser schwierigen Adventszeit ließen Katechetinnen, Schülerinnen und Schüler Steine bemalen und legten sie auf den Weg auf dem Kreuzgang. Lilian Losley hat mir zwar gesagt, es geschah so etwas wie eine wunderbare Steinvermehrung. Es waren immer mehr Steine da, schön bemalt. Ja, der Weg nach Bethlehem, der Weg auf Weihnachten hier, war heute dieses Jahr ein schwieriger Weg, ein steiniger Weg. Wir sind eben noch einmal aufgescheucht von all den Zahlen und Fakten, wie das ganze Volk Palästinas aufgescheucht wurde. Wir müssen uns Schutzkonzepten fügen und dabei auf vieles verzichten, was uns lieb wäre. Das sind eben die Steine auf dem Weg hin zu Weihnachten in diesem Jahr. Aber diese Steine, die sind bemalt mit Sternen. Das Geburtsfest Jesu lädt uns nicht ein, nach den Sternen im Himmel zu greifen, sondern dazu, die Steine auf dem Weg zum Leuchten zu bringen. Das Kind, das da geboren wurde, trägt den Namen Jesus. Jesus heißt übersetzt, und man kann es nicht genug betonen, Jesus heißt, Jeschua heißt übersetzt, Gott rettet. Es ist dieser rettende Gott, der seine Engel zu den Hirten sendet, damit sie ihnen zurufen, fürchtet euch nicht. Unsere Erwartungen, ein Weihnachtsfest zu haben, wie wir es gewohnt sind, unsere Erwartungen wurden nicht erfüllt. Erwartung ist aber etwas anderes als Hoffnung. Uns bleibt die Hoffnung, von der diese Nacht erzählt. Gott ist es, der da ist, auch in dieser schwierigen Zeit. Und er holt uns da auch heraus. Wie, das können wir nicht wissen. Letztlich haben wir es nicht im Griff. Aber Gott rettet, fürchtet euch nicht, rufen die Engel. Und das ist der himmlische Zwischenruf zwischen all unser Jammern. Warum ist das jetzt da? Fürchtet euch nicht. In Jesus nimmt Gott unser brüchiges, menschliches Leben auf sich, bis zum Tod.
Dieser rettende Gott holte Jesus aus dem Tod heraus als sicheres Zeichen der Hoffnung. Es geht weiter. Als wir diese zentrale Mitte unseres Glaubens feierten, da durften wir ja im Frühling überhaupt nicht feiern. Und das ist auch wieder interessant. Es wurde mehr gejammert, dass wir nicht Weihnachten mit Vollbesetzung feiern dürfen, als Ostern. Ostern wurde kaum vermisst und genau das ist doch die Mitte. An Ostern, da zeigt Gott, ich hole euch aus dem Tod heraus. Ostern ist der Ursprung und die Mitte des Weihnachtsfestes. Gott wendet das Böse zum Guten. Aus dem Tod wird Auferstehung. Dies feiern wir auch in dieser Nacht auf eine andere Weise. Denn Gott schenkt uns neues Leben. Darum rufen uns die Engel zu, fürchtet euch nicht. Euch ist der Heiland geboren, der Heilende. Und er bringt die Steine im Alltag zum Glänzen, wie dieser wunderschöne bemalte Stein. Amen. Bekennen wir miteinander unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Weil Gott in tiefer Nacht erschienen, kommen wir vor ihn mit unseren Bitten. Für alle, die im Todesschatten sitzen, weil sie körperlich oder psychisch krank sind, weil sie an Leib und Leben bedroht sind oder weil sie nicht aus einer Trauer herausfinden, lass in ihnen dein Licht aufgehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in Kriegsgebieten leben müssen und für alle, die sich für Frieden einsetzen, stärke sie mit Mut und der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich darum bemühen, sich nicht von den Geschehnissen des Lebens entmutigen zu lassen, sondern ihr Vertrauen ganz auf dich setzen, stärke dieses Vertrauen durch deine Gegenwart. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die am Rand der Gesellschaft stehen, die in dieser Nacht unterwegs sind, ohne Dach über dem Kopf, schenke du ihnen Geborgenheit und Menschen, die ihnen helfend zur Seite stehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Mütter, die in diesen Tagen gebären und für alle Kinder, die geboren werden, erfülle sie mit Kraft, Geduld und Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du bist uns immer schon nahe. Darum vertrauen wir darauf, dass du unsere Bitten erhörst und loben dich durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Hören wir nun zur Gabenbereitung ein
Traditionelles Weihnachtslied, Lieb Nachtigall, wach auf, bearbeitet von Uli Zeitler. Betet, dass unser Opfer Gott, dem barmherzigen Vater, gefalle. Amen. Barmherziger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nach der Präfation beten wir dann nach dem Sanctusruf das Heilige. Gebet. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist das würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, 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 Sanctus. Heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalt, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei dir, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja Gott, du bist heilig und durch Jesus kommst du uns nahe. In Jesu Namen sind wir jetzt hier und wir bitten dich, himmlischer Vater, sende deinen Geist über uns und über Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte lebendig wird. Denn an jenem Abend, bevor Jesus für uns sein Leben hingab, da nahm er beim letzten Abendmahl das Brot. Er sagte dir, himmlischer Vater, Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus nach dem Mahl den Kelch mit Wein. Er dankte dir, himmlischer Vater, noch einmal, gab den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet, trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja, gütiger Gott, darum sind wir versammelt hier und denken daran, was Jesus für uns getan hat und auch jetzt für uns tut. Er hat sein Leben hingegeben, ist auferweckt worden vom Tod und lebt in der Kraft des Heiligen Geistes mitten unter uns. Am Ende aller Zeiten wird er wiederkommen in Herrlichkeit. Dann wird es keine Not mehr geben. Niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein. Vater, durch Jesus verbindest du uns zu einer Gemeinschaft, wo wir füreinander da sein und miteinander beten können. Wir beten für all die Menschen, die sich nach einer hoffnungsfrohen Zukunft sehnen. Zusammen mit allen Menschen guten Willens, mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften und christlichen Kirchen, zusammen mit unserem Bischof Markus und dem Bischof von Rom, Papst Franziskus, lass uns alle dazu beitragen, dass dein Reich der Versöhnung, des Friedens und der Gerechtigkeit wachse auf dieser Erde.
Und wenn einst unser Leben hier auf Erden zu Ende geht, lass uns in Gemeinschaft mit der Mutter Gottes Maria, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Jüngerinnen, mit allen Heiligen und den Verstorbenen für immer bei dir zu Hause sein, in deinem himmlischen Reich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jesus wurde unser Bruder und mit ihm zusammen dürfen wir mit seinen Worten beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, bei deiner Geburt verkündeten die Engel den Frieden. Es ist ein Friede, der noch werden muss. Ein Friede, den zu verwirklichen an uns liegt. Darum bitten wir, schau nicht auf unser Versagen, unsere Sünden, sondern auf unseren Glauben und schenke der Welt und deiner Kirche Einheit und Frieden. Und der Friede Christi, er sei alle Zeit mit euch. Geben wir uns doch ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, hier ist Christus, Gott mitten unter uns Menschen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit geschaut.
Lasst uns noch einmal beten. Herr unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich. Gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ja, ein Lied gehört ja zu dieser Nacht, stille Nacht. Jetzt haben wir gar nicht abgemacht. Wie singen wir es? Singen wir es wieder miteinander? Bitten wir um den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben
und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es ist 11:55. Was soll das bedeuten? Es taget ja schon. Ein herrliches Weihnachtslied. Also danke, geht hin in Frieden. Leider müssen wir auf den Aperitif verzichten. Schönes Weihnachtsfest allen.